Kapitel 2. Jill fiel ein Stein vom Herzen, als sie den Klang von Wreskers Stimme hörte, während sie auf die offene Tür des Stars Büro zutrabte. Bei ihrer Ankunft hatte sie einen der Hubschrauber starten sehen und war überzeugt gewesen, dass das Team ohne sie abgeflogen war. Stars war in mancherlei Hinsicht ein ziemlich legerer Haufen, hatte allerdings keinen Platz für Leute, die nicht mithalten konnten, und Jill wollte bei diesem Fall unbedingt von Anfang an dabei sein. Das RPD hat bereits eine periphere Suche in den Sektoren 1, 4, 7 und 9 vorgenommen. Wir befassen uns mit den zentralen Zonen. Bravo wird hier runtergehen. Wenigstens kam sie nicht zu spät. Wesker zog Besprechungen immer auf die gleiche Weise durch. Aktueller Stand der Dinge, Theorie, dann Fragen und Antworten. Jill holte tief Luft und trat ein. Wesker deutete auf eine Karte, die im vorderen Teil des Büros abgeheftet war. Gepunktet mit farbigen Markierungen, die anzeigten, wo man die Leichen gefunden hatte. Er stockte kaum in seiner Rede, als Jill rasch zu ihrem Schreibtisch ging. Plötzlich kam sie sich vor, als sei sie wieder in der Grundausbildung und zu spät zum Unterricht erschien. Miss Redfield schenkte ihr die Andeutung eines Lächelns, während sie sich setzte und sie nickte zurück, ehe sie ihre Aufmerksamkeit auf Wesker lenkte. Sie kannte niemanden von Wrecking Team näher, aber Chris hatte sich seit ihrer Versetzung hierher alle Mühe gegeben, damit sie sich willkommen fühlte. Nach einem Aufklärungsflug über die anderen Zentralbereiche, sobald sie sich melden, werden wir wissen, worauf wir unsere Kräfte konzentrieren müssen. Aber was ist mit der Spencer Villa? Fragte Chris. Sie liegt praktisch inmitten der Tatorte. Wenn wir dort anfangen, können wir eine umfassendere Suche durchführen. Und seien Sie versichert, wenn die Informationen von Bravo auf dieses Gebiet hinweisen, werden wir dort suchen. Im Moment sehe ich allerdings keinerlei Grund, es als Priorität einzustufen. Chris sah den Captain ungläubig an, aber wir haben lediglich das Wort von Umbrella selbst, dass das Anwesen sicher. Wesker lehnte sich gegen seinen Schreibtisch, die strengen Züge ausdruckslos und unterbrach. Chris, wir alle wollen dieser Sache auf den Grund gehen, aber wir müssen als Team arbeiten und die beste Vorgehensweise hier ist eine sorgfältige Suche nach diesen drei vermissten Wanderern, bevor wir anfangen, voreilige Schlüsse zu ziehen. Bravo wird sich umsehen und wir werden uns an den Regeln halten. Chris' Stirn umwölkte sich, aber er sagte nichts mehr. Jill widerstand dem Drang, Weskers kurzer Ansprache die Augen zu verdrehen. Natürlich war diese Vorgehensweise prinzipiell die richtige. Wesker redete damit aber auch Chief Irons nach dem Mund, und Irons hatte wiederholt klargemacht, dass er die Ermittlungen leitete und das eigentliche Sagen hatte. Das alles hätte Jill nur halb so viel gestört, wenn Wesker sich nicht bei jeder sich sonst bietenden Gelegenheit gerne als unabhängiger Denker dargestellt hätte, der keine politischen Winkelzüge mitmachte. Sie hatte sich Stars angeschlossen, weil sie die Scheißbürokratie, die einen großen Teil der Exekutive beherrschte, nicht ausstehen konnte, und dass Wesker sich dem Chief offensichtlich beugte, ärgerte sie. Oh, und vergiss nicht, dass du beste Chancen hattest, im Knast zu landen, wenn du den Beruf nicht gewechselt hättest. Jill, wie ich sehe, haben sie doch noch Zeit gefunden, vorbeizuschauen. Erleuchten wir uns doch mit ihren brillanten Einsichten. Was haben sie für uns? Jill erwiderte Weskers scharfen Blick und versuchte, so cool und ruhig zu wirken, wie er es war. Nicht viel, fürchte ich. Das einzig erkennbare Schema sind die Tatorte. Sie sah auf die Notizen hinunter, die sie auf dem Aktenstapel vor sich liegen hatte. Ich forstete sie mit einem flüchtigen Blick nach Hinweisen. Also die Gewebeproben und den Fingernägeln von Becky McGee und Chris Mish stimmen exakt überein. Das haben wir gestern erfahren. Und Tonya Lipton, das dritte Opfer, war definitiv zum Wandern in den Vorgang unterwegs. Das wäre Sektor 7b. Sie sah wieder zu Wesker auf und legte ihre Sicht der Dinge dar. Meine Theorie besteht zurzeit darin, dass sich möglicherweise ein ritueller Kult in den Bergen verborgen hält, 4 bis 11 Mitglieder zählend, mit Bluthunden, die darauf abgerichtet sind, Menschen, die in ihr Revier eindringen, anzugreifen. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Extrapolation? Wesker verschränkte abwartend die Arme. Wenigstens hatte keiner gelacht. Jill wagte sich weiter vor, erwärmte sich für die eigene Idee. Der Kannibalismus und die Verstümmelung legen rituelles Verhalten nahe, ebenso wie das Vorhandensein verfaulten Fleisches, das an einigen der Opfer gefunden wurde. Da trugen die Mörder bei ihren Überfällen Teile
vorhergehender unbekannter Opfer bei sich. Wir haben Speichel- und Gewebeproben von 4 verschiedenen Tätern. Augenzeugenberichte lassen allerdings auf bis zu 10 oder 11 Personen schließen und diejenigen, die von Tieren getötet wurden, hatte man alle in derselben Gegend gefunden. Beziehungsweise sie wurden alle in derselben Gegend angefallen. Daraus lässt sich folgern, dass sie eine Art Grenze überschritten haben. Die Speichelspuren scheinen vom Hunden zu stammen, aber da gibt es noch ein paar Unstimmigkeiten. Jill verstummte. Veskas Gesicht verriet nichts, doch er nickte gemessen. Nicht übel, gar nicht übel. Widerlegende Argumente? Jill seufzte. Sie hasste es, ihre eigene Theorie entkräften zu müssen, aber das war Teil des Jobs. Und wenn sie ganz ehrlich war, der Teil des klaren rationalen Denken am förderlichsten war. Stars schulte seine Mitarbeiter darauf, sich nicht auf einen einzigen Pfad zur Wahrheit zu fixieren. Abermals überflog Jill ihre Notizen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Kult diese Größe viel herumzuziehen würde. Und die Morde begannen vor so kurzer Zeit, um lokale Wurzeln zu haben. Das RPD wäre schon früher auf Spuren gestoßen, auf irgendeine Eskalation solcher Verhaltensmuster. Außerdem weist der Grad postmortaler Gewalteinwirkung auf planlos vorgehende Täter hin und sie treten für gewöhnlich einzeln auf. Von hinten meldete sich Joseph Worst, der Alpha-Fahrzeugspezialist, zu Wort. Aber das mit den Tierangriffen macht Sinn, dass sie ihr Revier verteidigen und so. Wesker nahm einen Stift und ging zu der Tafel, neben seinen Schreibtisch. Dem stimme ich zu. Er schrieb Territorialität an die Tafel. Dann wandte er sich wieder Jill zu. Noch etwas? Sie schüttelte den Kopf, freute sich aber, dass sie etwas beigetragen hatte. Sie wusste, dass der Kultaspekt weit hergeholt war, aber etwas anderes war ihr nicht eingefallen. Die Polizei jedenfalls hatte ganz sicher nichts Besseres zu Wege gebracht. Wesker richtete seine Aufmerksamkeit auf Brett Vickers. Da die Meinung vertrat, es handelte sich um eine neue Form von Terrorismus und dass wir bald Forderungen gestellt würden. Wesker setzte Terrorismus auf die Tafel, schien aber nicht begeistert von dem Vorschlag. Wie auch sonst niemand. Brett widmete sich schnell wieder sein Headset und checkte den Status des Bravo-Teams. Sowohl Joseph als auch Barry verzichteten aufs Theorisieren. Denn Chris' Ansichten über die Morde waren bereits bekannt, wenn auch nur vage. Er glaubte, dass hier eine organisierte Geschichte am Laufen war, die irgendwie von außen gesteuert wurde. Wesker fragte ihn, ob er irgendetwas Neues hinzuzufügen habe. Neues, betonend, wie Jay bemerkte. Doch Chris schüttelte den Kopf. Er wirkte niedergeschlagen. Wesker schraubte die Kappe auf den schwarzen Stift und setzte sich auf die Kante seines Schreibtisches. Nachdenklich betrachtete er die noch leere Fläche der Tafel. Es ist ein Anfang, sagte er. Ich weiß, Sie haben alle die Polizei- und Autopsieberichte gelesen und die Aussagen der Augenzeugen gehört. Wickers hier, over. Im hinteren Teil des Raumes sprach Bird leise in seinem Bügelmikrofon. Der Captain hielt kurz inne. Dann fuhr er mit gesenkter Stimme fort. Zum momentanen Zeitpunkt wissen wir nicht, womit wir es zu tun haben. Und mir ist klar, dass wir alle unsere Bedenken haben in Bezug darauf, wie das RPD mit der Problematik umgegangen ist. Aber jetzt, da wir an dem Fall dran sind... Was? Beim peitschenden Klang von Brits Stimme drehte sich Jill ebenso wie alle anderen nach hinten um. Brit war aufgestanden, wirkte beunruhigt. Hielt eine Hand gegen den Kopfhörer gepresst. Bravo Team, melden, wiederhole, Bravo Team, meldet euch. Wesker erhob sich. Vickers, schalten Sie den Lautsprecher ein. Brett hieb auf den entsprechenden Schalter an seiner Konsole und das helle Knistern der Statik erfüllte den Raum. Jill versuchte eine menschliche Stimme herauszuhören, doch einige angespannte Sekunden lang war nichts weiter zu hören. Dann jedoch, habt ihr verstanden? Fehlfunktion, wir müssen... Der Rest ging in anhaltendem statischen Rauschen unter. Zuvor hatte es noch Enrico Marini, dem Leiter des Bravo-Teams, gelungen, Jay kaute auf ihrer Unterlippe und wechselte einen besorgten Blick mit Chris. Enrico schien außer sich. Ein Moment lang lauschten sie noch, aber außer dem Geräuschen des Äthers war nichts mehr zu hören. Position, schnappte Wesker, Birds Gesicht war fahl. Sie sind... Moment... in Sektor 22, am hinteren Ende von C. Aber ich habe das Signal verloren, der Transmitter ist offline. Jay fühlte sich wie betäubt. Und in den Mienen der anderen erkannte sie eine Reflexion exakt des gleichen Gefühls.
Der Transmitter des Hubschraubers war so konstruiert, dass er immer funktionierte, unter allen Umständen. Lahmlegen konnte ihn nur etwas ganz Schwerwiegendes. Wenn fast das komplette System ausfiel oder sogar total Schaden erlitt, etwas wie ein Absturz. Ja, liebe Freunde, das war nun auch schon der vierte Part von dieser Vorlesung. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und lasst einfach ein Like da und vielleicht einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns oder hören uns vielmehr in der nächsten Vorlesung oder in einem unserer nächsten Let's Plays. Bis zum nächsten Mal.